Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wie angekündigt bin ich hier nochmal zurück in unserem beschaulichen Glivilistock, denn ich wollte ja noch euch mitteilen, ich hatte den Entwickler angeschrieben, was er denn noch plant, was ist sein Roadmap, bis die Version 1.0 raus ist. Und er hat mir geantwortet, sehr nett, Peter Adamczyk heißt er übrigens, ich glaube wirklich ein cooler Typ. Und Folgendes ist jetzt noch angedacht fürs Spiel. Also in naher Zukunft sollen private Autos auf jeden Fall eingefügt werden. Also das heißt, ja, dass die Leute hier nicht nur rumlatschen, sondern auch einen eigenen privaten Autoverkehr auf den Straßen haben. Das Ganze wird dann lebendiger und ist natürlich für die auch nochmal eine andere Art, zu den Dingen zu kommen. Ich bin gespannt, wie er das integriert, ob die Leute dann auch in der Lage sind, wenn sie ein Auto haben, selbst zu ihrem Arbeitsplatz zu fahren. Das würde natürlich den Nahverkehr ein bisschen entlasten, würde aber dann mehr zu mehr Verkehrsproblemen führen, was ich gut finden würde, weil das würde wieder dann dafür sprechen, dass man einen guten Nahverkehr hat. Es gibt ja noch viel, viel mehr. Es gibt ja auch so eine Art S-Bahn, es gibt Straßenbahn und so weiter und so fort. Also das kommt. Und dann finde ich auch ganz wichtig, es wird eine Fabrik geben, wo man Fahrzeuge herstellen kann. Und das klärt so ein bisschen die Frage, die ich jetzt schon mal angerissen hatte oder das letzte Mal in einem der angespielten Videos, dass die Fahrzeuge offenbar das Einzige sind, was man bisher kaufen muss, was man nicht aus Rohstoffen herstellen kann. Das wird sich dann offenbar ändern. Also man wird dann auch, ich weiß nicht, ob alle Fahrzeuge im Spiel, aber man wird dann Fahrzeuge über auch dann Rohstoffe in diesen Fahrzeugfabriken herstellen können. Und außerdem plant er in naher Zukunft noch wieder neue alle möglichen Transportfahrzeuge, Züge und so weiter zu integrieren. Gut, das ist das, was kurzfristig geplant ist, was er später machen will, also was jetzt im Laufe dieses Early Accesses auf jeden Fall dazukommen soll, sind Polizeistationen, dementsprechend auch Kriminalität, Diebstahl und solche Geschichten und Demonstrationen. Also wenn die Bürger nicht zufrieden sind, dann gehen sie auf die Straße, offenbar arbeiten sie dann auch nicht und so weiter. Also das, damit hat die Zufriedenheit dann auch eine Bedeutung. Ich glaube nämlich, im Moment ist sie zwar integriert hier, aber es hat noch keine Relevanz, wenn ich das richtig verstanden habe. So, dann wird er für Steam Workshop, also eine Integration des Steam Workshops, sodass Mods gemacht werden können. Und gerade so ein Spiel bietet sich ja förmlich an. Also was mir zumindest noch fehlt, ist dieser klassische DDR-Plattenbau, diese klassische DDR-Plattenbau-Modellreihe und die Hochhäuser und so weiter. Also das ist, ich weiß nicht, so sah es vielleicht in der Slowakei aus, aber das ist nicht die Art und Weise, wie in der DDR zum Beispiel die Plattenbauten gebaut wurden. Aber das ist eine perfekte Sache ja für Mods, falls er es nicht selber noch nachliefert. Dann, was ich super toll finde, Schifftransport. Also es wird dann komplett, bisher haben wir ja nur Straße und Schiene, Schiff geben und Flugzeug, was auch cool ist. Wobei sich die Frage stellt, warum eigentlich Flugzeugtransport? Ich meinte, bisher gibt es ja nur Bedarf, um Rohstoffe so ein bisschen näher zu transportieren und die Leute zur Arbeit zu bringen. Da kommt nämlich der nächste Aspekt noch rein, den er plant, nämlich es soll Tourismus geben. Das finde ich richtig gut, weil damit haben die Leute natürlich auch einen Anreiz, jetzt mal ihre eigene Siedlung zu verlassen und in eine andere Stadt zu fahren. Und damit wird dann auch der Personenfernverkehr interessant und dementsprechend vermutlich auch das Flugzeug, könnte ich mir vorstellen. Dann sind geplant noch weitere Ressourcen, vor allem Aluminium, um eben Flugzeuge herzustellen. Das bedeutet wiederum, es muss ja auch eine Flugzeugfabrik geben. Und Uran für Kraftwerke. Und das bedeutet, es wird auch Kernkraftwerke geben, was natürlich auch irgendwie in diese Zeit gehört. Außerdem geplant im Early Access viel mehr neue Fahrzeuge. Darauf steht er wohl völlig. Und ich glaube, das macht ja auch einen besonders großen Reiz dieses Spiels aus. Und ja, vermutlich noch einiges mehr, was ihm gerade nicht eingefallen ist. Und viel später denkt er darüber nach, dass es sowas wie Militärfahrzeuge auch geben könnte und vielleicht sogar auch Kämpfe. Wobei, ehrlich gesagt, das finde ich eine blöde Idee. Ich finde, den Aspekt muss man nicht unbedingt simulieren. Also das, gerade in solchen Spielen, möchte man eigentlich nicht das Aufgebaute kaputtgeschossen sehen. Aber gut, wer weiß, vielleicht. Ich meinte, der Typ scheint unglaublich kreativ zu sein und auch sehr, wie soll ich sagen, sehr gut organisiert und diszipliniert. Also wenn man das innerhalb von 2 Jahren auf diesen Stand bringt, dann glaube ich, dass er auch die anderen Pläne so durchziehen wird. Und vermutlich wird er dann auch gute Ideen haben für diese anderen Aspekte. Also ihr seht, das ist eine sehr, sehr umfassende Simulation, die er hier plant. Ja, also das war noch der Nachtrag und damit verabschiede ich mich erstmal. Wie gesagt, es wird mehr
über die Zeit mit Sicherheit hier auf dem Kanal zu diesem Spiel geben. Also bis dann, macht's gut, euer Steinwallen.